Ja, hallo Falkenfreunde auf YouTube. Da ich einmal gerade die Kamera aufgebaut habe, mache ich dann auch gleich noch ein zweites Video. Und zwar geht es diesmal um den Tabak hier von John Aylesbury, die English Mixture. Im letzten Video habe ich gesagt, dass der Tabak die wohl größte Mogelpackung der Tabakgeschichte darstellt. Das stimmt so nicht ganz, weil es mindestens noch einen weiteren von John Aylesbury gibt, der eine genauso große Mogelpackung ist, und zwar die Danish Mixture. Wie es dazu gekommen ist, dass die beiden Tabake zur Mogelpackung wurden, hat mir der Herr Offermanns von Pfeifenschneiderwind erklärt. Und zwar sind die Tabake zeitgleich auf den Markt gekommen damals. Und der Hersteller dieser Tabake, also die Firma, die die Tabake für John Aylesbury herstellt, hat bei der ersten Produktionsreihe die Label vertauscht und somit befindet sich die Danish Mixture in der Dose der English Mixture und umgekehrt. John Aylesbury hat das dann auch so beibehalten, um die Verwirrung nicht noch größer zu machen, wie sie eh schon war. Aber gut. Bei dem Tabak handelt es sich um eine klassische dänische Mixture. Die nicht oder wenn überhaupt nur ganz dezent aromatisiert ist. Ich zeige euch mal eben das Tabaksbild. So sieht der Tabak in der Dose aus. Er besteht aus Virginia-Tabaken, ein wenig Black Cavendish und Burley. Der Tabak kommt in der genau richtigen Konditionierung an. Nicht zu trocken, nicht zu feucht, genau richtig. Und er brennt sehr unkompliziert runter. Man kann ihn also auch prima nebenher rauchen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich großartig auf die Pfeife zu konzentrieren. Geschmacklich steht zunächst die Süße von den Virginia-Tabaks im Vordergrund, aber auch eine sehr dezente Süße. Die von dem Black Cavendish noch unterstrichen wird. Und der Burley gibt dem Tabak ein wenig Würze. Zum Ende der Füllung hin übernimmt der Burley ein wenig das Kommando. Die Virginia-Süße geht etwas zurück. Er ist ausgesprochen mild zur Zunge. Ich würde es mal so sagen, wer es schafft, mit diesem Tabak auch ungefiltert einen Zungenbrand zu bekommen, der macht irgendwas falsch. Ich kann davon 5, 6 Pfeifen hintereinander rauchen und merke davon absolut gar nichts, außer
auf der Zunge. Eine Empfehlung im Grunde für fast alle Pfeifenraucher, mit Ausnahme der Leute, die unbedingt hocharomatische Tabak rauchen wollen oder auch der Leute, die denen ein Tabak erst schmeckt, wenn er möglichst viel Latakia enthält. Aber für alle anderen eine absolute Empfehlung. Und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Tabak einfach gigantisch, weil 100 Gramm von dem Tabak kosten gerade mal 13,20 Euro. Und von daher also auch ein Tabak, den man so wirklich den ganzen Tag über rauchen kann, ohne dass es zu sehr ins Portemonnaie schlägt. Zu dem Tabak soll es das aber jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis demnächst hier auf meinem Kanal. Tschüss.